Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIB 2. In Westösterreich wird wegen Corona jetzt die Sperrstunde vorverlegt. Im Osten sind die Landeshauptleute dagegen und in Schulen soll jetzt schneller getestet werden. Testlauf, ein unkomplizierter Gurgeltest, soll die Abläufe rascher machen. Kann das Testchaos damit beendet werden? Dazu ist der Mikrobiologe Michael Wagner, der den Gurgeltest mitentwickelt hat, zu Gast im Studio. Reisefieber. Österreich hat Reisewarnungen für Länder, die viel weniger Corona-Fälle haben als wir. Und keine Reisewarnungen für Länder, wo die Infektionszahlen sehr viel höher sind. Warum? Transferleistung. Ukrainische Hacker haben 100 Millionen Dollar mit illegalen Börsengeschäften verdient und Teile ihrer Beute über Raiffeisenkonten geschleust. Bei den aktuellen Infektionszahlen gab es in Österreich eine leichte Entspannung heute. Von gestern auf heute wurden 645 positive Corona-Tests gemeldet, deutlich weniger als letzte Woche, sodass erstmals seit längerem auch der 7-Tages-Schnitt wieder etwas zurückgeht. Ob jemand mit einer Infektion ins Krankenhaus muss, das zeigt sich aber meist erst nach ein paar Tagen und so steigt die Zahl der Spitalspatienten derzeit weiter, ebenso in den Intensivstationen. Die positiven Tests sind zuletzt auch deshalb mehr geworden, weil im Vergleich zum Frühjahr jetzt sehr viel mehr getestet wird. Zuletzt gut 15.000 Mal jeden Tag. Das hat aber auch zu ärgerlichen Rückstaus bei der Abnahme und Auswertung der Tests geführt. Das soll jetzt aber besser werden, vor allem an Schulen durch unkomplizierte Gurgeltests. Und in Westösterreich wird ab Freitag die Sperrstunde vorverlegt auf 22 Uhr. Aber die anderen Bundesländer wollen da vorerst nicht mitziehen. Sperrstund ist, und zwar am Freitag in den drei ÖVP-geführten westlichen Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg schon ab 22 Uhr. Die Reaktionen in Innsbruck sind gemischt. Ja, eigentlich finde ich es für mich überhaupt kein Problem und in Ordnung. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir jetzt alle einfach ein bisschen zusammenhalten. Für die Lokale ist es natürlich richtig blöd, weil die einfach da gerade nachts dieses Einkommen haben, abends und von meiner Seite aus reicht es eigentlich, diese Abstandsregelungen einzuhalten, die Maskenpflicht beizubehalten. Die drei Landeshauptmänner gehen wegen der steigenden Corona-Zahlen mit den Verschärfungen über die Vorgaben des Bundes hinaus. Auch um die Wintersaison zu retten. Der Salzburger Landeshauptmann Haslauer erklärt heute: Es geht darum, dass Deutschland keine Reisewarnung gegenüber Salzburg ausspricht. Mit allen Konsequenzen. Es geht darum, dass wir einen zweiten Lockdown vermeiden. Die frühere Sperrstunde um 22 Uhr soll ab Freitag vorerst auf 3 Wochen befristet gelten. Überall anders müssen die Lokale um 1 Uhr schließen. In Wien gibt es jetzt ein Pilotprojekt für die Schulen gegen die langen Wartezeiten bei Verdachtsfällen. Seit gestern ist probeweise ein sogenanntes mobiles Team unterwegs. Ab nächster Woche sollen 4 solcher Expertenteams im Einsatz sein und bis zu 300 Schülerinnen und Schüler täglich testen, erklären Bildungsminister Fassmann und Gesundheitsstadtrat Hacker. In weiterer Folge schicken wir eine Schulärztin oder einen Schularzt, eine medizinische Assistenz mit einem Fahrer in die betroffene Schule. Die Schutzausrüstung haben sie mit und ebenso Gurgelwasser-Testkits. Und dort erfolgt dann im Freien oder in einem größeren Raum, so wie hier, das 1 Minute Gurgeln. Wir werden jetzt 4 Teams aufbauen und werden auf das Angebot der 8 Teams für ganz Wien selbstverständlich zurückkommen. Nach wie vor Probleme gibt es bei der regulären Corona-Hotline 1450. Zu lange Wartezeiten und zu viel Unsicherheit, so lauten häufige Klagen. Um die Hotline zu entlasten, wird morgen im Nationalrat beschlossen, dass künftig auch praktische Ärztinnen und Ärzte Tests vornehmen können. Dieser Hausarzt in der Südsteiermark ist gerüstet. Verdachtsfälle behandelt er ausschließlich in einem beheizten Container und nicht in der Ordination. Doch nicht alle haben genug Platz, um Tests sicher durchführen zu können, kritisieren vor allem Mediziner aus Wien. Die Ärztekammer besteht jedenfalls darauf, dass das nur freiwillig ist. Und sollten die Tests künftig tatsächlich über die Arztpraxen laufen, wäre das für Patienten jedenfalls gratis. Die Kosten trägt der Bund. Und diesen Gurgeltest, von dem wir gerade so viel gehört haben, mitentwickelt hat Michael Wagner, Vorstand des Instituts für Mikrobiologie an der Uni Wien. Und zwar im Rahmen der Vienna Covid-19 Detection Initiative, einem Zusammenschluss von Wiener Forschungseinrichtungen zum Thema Corona. Und ihn begrüße ich jetzt in unserem Studio in Linz. Guten Abend, Herr Professor Wagner.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Herr Professor, nur damit sich unsere Zuseher gleich zu Beginn auskennen, Sie haben diesen Gurgeltest zwar mitentwickelt, aber Sie haben kein finanzielles Interesse daran, dass er jetzt möglichst oft eingesetzt wird. Nein, unsere Vienna Covid-19 Detection Initiative, VCDI, ist strikt nicht kommerziell. Wir wollen einfach nur helfen, dass Österreich gut durch die Pandemie kommt. Gut, das heißt, wir müssen den Gurgeltest jetzt nicht ohne Grund loben. Jetzt sagen Sie, diese Methode ist genauso zuverlässig wie der Test mit Rachenabstrich, aber er ist sehr viel unkomplizierter. Der Testpersonen tut er nicht weh und ist nicht mal unangenehm. Und man braucht vor allem kein medizinisches Personal dafür. Warum werden dann eigentlich jetzt nicht alle PCR-Tests so gemacht? Ja, Sie haben die Hauptvorteile dieses Gurgeltests schön zusammengefasst. Wir haben den im März vorgeschlagen und natürlich musste der erstmal vergleichend untersucht werden mit dem Abstrichtest, wo wir dann festgestellt haben, der ist wirklich gleich gut. Und dann musste man ihn erstmal sozusagen ausrollen. Dafür gab es eine Pilotstudie, die ich geleitet habe an Wiener Schulen. Und dann mussten wir sozusagen mit die Behörden überzeugen, dass dieser Test wirklich geeignet ist für Screenings und inzwischen auch zur Untersuchung eben von Verdachtsfällen. Und das dauert, bis so ein neuartiger Test sozusagen seinen Weg durch die Instanzen macht und bevor dann die Gesundheitsbehörden auch sagen, ja, der kann breiter eingesetzt werden. Und jetzt ist es soweit, dass er breit eingesetzt werden kann. Gibt es in Zukunft dann überhaupt noch einen Grund, diese Rachenabstriche zu machen? Es ist der Goldstandard in den Krankenhäusern und ich glaube, da wird man auch nicht davon weggehen, ist etabliert. Es sind die ganze Analytik danach ist auch auf diese Art der Probengewinnung sozusagen eingestellt. Ich glaube, der Gurgeltest ergänzt überall dort, wo man eben unter Personalmangel leidet und schnell viele Personen beproben muss oder Kinder beproben muss, die sich vielleicht noch mehr fürchten vor dem Abstrich, als es Erwachsene tun. Jetzt soll ja mit dieser Gurgelmethode vor allem in den Schulen in nächster Zeit mehr getestet werden. Da geht es um Fälle, wo man den konkreten Verdacht hat, dass Schüler oder Lehrerinnen mit Corona infiziert seien. Aber es gibt ja seit einiger Zeit überhaupt eine heftige Debatte über die Corona-Tests. Und Sie haben im Sommer gesagt in einem Videovortrag, man muss testen, 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 mindestens 15.000 am Tag. Die gibt es mittlerweile tatsächlich. Jetzt sagen aber andere Expertinnen, es werde viel zu viel getestet und die Corona-Tests an Menschen, die gar keine Symptome haben, die seien eigentlich völlig sinnlos. Dem würde ich natürlich widersprechen. Man muss aber schon smart testen. Also es hat keinen Sinn, auf die Straße zu laufen und willkürlich zu testen. Aber ein schönes Beispiel für smart testen ist, glaube ich, unser Schulmonitoring-Projekt, wo wir eben 15.000 Schülerinnen und die Lehrer dazu testen, mehrmals im Schuljahr, um ein Gefühl zu bekommen, was ist an den Schulen los. Kinder sind oft asymptomatisch. Wir brauchen die laufen unter dem Radar und wir brauchen einen Einblick, um rational entscheiden zu können, wenn wir wissen, wie ist das Infektionsgeschehen an den Schulen, ob zum Beispiel die Maßnahmen ausreichen oder nachgeschärft werden müssen. Wenn man viele Tests braucht, werden dann nicht diese neuen sogenannten Antigen-Schnelltests, wie sie letzte Woche an der Wiener Wirtschaftsuniversität ausprobiert wurden, noch viel praktischer. Da hat man innerhalb einer Viertelstunde ein Ergebnis. Man braucht kein Labor und die Hersteller sagen, wenn man ein negatives Testergebnis bekommt, dann ist das zu 99,9% richtig. Das heißt, wer negativ getestet ist, der könnte problemlos dann gleich in ein Altersheim hineingehen, in ein Spital oder in eine Vorlesung. Und bei positiven Ergebnissen ist der Test nicht ganz so zuverlässig, aber da kann man ja dann zur Kontrolle einen zuverlässigen PCR-Test im Labor hinten nachmachen. Wäre das nicht eine optimale Lösung, um ganz schnell ganz viele Tests zu machen? Also ich würde da ein wenig widersprechen, dieser Feststellung, dass keine Falsch-Negativen auftreten bei diesen Antigentests, die man mit der PCR nicht hätte. Also die Antigentests sind weniger empfindlich, man übersieht eher mal etwas. Das heißt aber nicht, dass ich kein Einsatzgebiet für diese Antigentests sehe. Die sind immer dort gut, wo ich schnell ein Ergebnis brauche, innerhalb von ein paar Minuten, und wissen will, wer ist an diesem Tag, in diesem Moment ansteckend. Also am Eingang zu einem Altersheim, in einer Arztpraxis, vor einer Veranstaltung. Da kann ich herausfinden, wo sind die Superspreader, kann die rausziehen und kann diese Veranstaltungen oder die anderen Institutionen, die ich genannt habe, sicherer machen. Und dafür sind die Antigentests gut, auch wenn sie nicht hundertprozentig sind. Eine letzte Frage noch. Die meisten Verantwortlichen setzen große Hoffnungen auf eine Impfung. Der Gesundheitsminister hält schon Anfang nächsten Jahres einen Impfstoff für möglich. Sind Sie auch so optimistisch, dass eine Impfung innerhalb weniger Monate dann letztlich die Pandemie beenden wird? Ich glaube, man kann
verhalten optimistisch sein, dass es einen Impfstoff in absehbarer Zeit geben wird. Aber wann der ganz genau dann zur Verfügung stehen wird und wie er dann produziert und verteilt werden kann, ich glaube, da wäre ich etwas konservativer in der Schätzung und würde sagen, vor dem nächsten Sommer erscheint es mir eher nicht plausibel, dass wir breit ausgerollt alle Personen schon impfen können, vielleicht Risikogruppen. Würden Sie sich dann eigentlich impfen lassen? Ja, ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen mit einem gut ausgetesteten Impfstoff. Möchte dann auch noch einen Appell hinterher schicken und sagen, jeder sollte sich jetzt auch gegen die Influenza impfen lassen, damit wir eben gut durch den Winter kommen und nicht noch Krankenhausbetten belegen durch Influenza-Patienten. Sagt der Mikrobiologe Michael Wagner von der Uni Wien. Das Gespräch haben wir aus Termingründen aufgezeichnet und um gut die Hälfte gekürzt. Das gesamte Interview, unter anderem zur Frage, ob es bei PCR-Tests wirklich ein Problem mit falsch positiven Ergebnissen gibt. Spoiler, nein. Können Sie nach der Sendung im ZIP2-Podcast und in der DVD hören. Die Niederlande haben heute eine Reisewarnung für Wien ausgesprochen und für die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Für den heimischen Tourismus gar keine gute Nachricht, nachdem zuletzt schon Reisewarnungen aus Deutschland, der Schweiz, Belgien, Finnland und Dänemark gekommen sind. Aus anderen Ländern gibt es zwar keine offizielle Warnung, aber wer aus Österreich dorthin kommt, muss etwa in Großbritannien, Norwegen oder in den drei baltischen Staaten in Quarantäne. Und Länder wie die Ukraine, Ungarn oder Zypern haben ihre Grenzen überhaupt für Ausländer mit wenigen Ausnahmen dicht gemacht. Logisch ist das alles nicht unbedingt. Österreich hat derzeit 107 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das ist nicht wenig, aber andere EU-Länder haben noch deutlich mehr. Aber nur für eines davon hat das Außenministerium in Wien eine österreichische Reisewarnung verhängt, nämlich für Spanien. Sonst gilt die höchste Warnstufe 6 noch für alle diese Länder in Rot, obwohl etwa in Italien, in Spanien, Serbien oder Bulgarien die Infektionszahlen sehr viel niedriger sind als bei uns. Miriam Beller berichtet. Tschechien ist eines jener Länder, in denen die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen stark angestiegen ist. Auch gestern wurden wieder fast 1500 neue Fälle registriert. Trotzdem, das österreichische Außenministerium hat noch keine Reisewarnung ausgesprochen. Für Schweden mit vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen gilt aber eine solche Warnung. Auf Nachfrage der ZIP 2 heißt es aus dem Außenministerium, die Zahl der Neuinfektionen sei nur ein Kriterium von vielen. Berücksichtigt werden demnach beispielsweise auch Einreise- und Quarantänebestimmungen der jeweiligen Länder oder die medizinische Versorgungslage vor Ort und die Kapazitäten der Krankenhäuser. Die Situation in Tschechien und anderen Ländern werde laufend evaluiert. Sicherheitsstufen können sich jederzeit ändern, heißt es weiter aus dem Außenministerium. Nicht nur in Tschechien explodieren die Fallzahlen. Auch Frankreich meldet heute mehr als 10.000 Neuinfektionen. In Spanien sind es fast 11.000. Während in Madrid bereits wieder regionale Lockdowns gelten, hat heute auch die Regierung in London neue, strengere Regeln vorgelegt. Obwohl sich die große Mehrheit an die Regeln gehalten hat, hat es zu viele Verstöße gegeben, zu viele Möglichkeiten für unseren unsichtbaren Feind. Das Virus hat wieder begonnen, sich exponentiell auszubreiten. Ab Donnerstag müssen Pubs und Restaurants um 22 Uhr schließen. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet. Wer kann, soll von zu Hause aus arbeiten. Gelten sollen die verschärften Bestimmungen für bis zu 6 Monate. Wir werden mehr Polizisten einsetzen und die Armee zur Unterstützung, wenn nötig. In den vergangenen Tagen sind in Großbritannien täglich bis zu 4.000 Neuinfektionen dazugekommen. Einen zweiten Lockdown will man in London unbedingt verhindern. Gelingen soll das mit genauen Kontrollen der Regeln und hohen Geldstrafen. Und wir wollen uns jetzt 3 Länder, in denen sich die Situation zuletzt deutlich verschärft hat, näher anschauen, nämlich Großbritannien, Tschechien und Spanien, wo die Infektionszahlen derzeit innerhalb Europas am allerschlechtesten sind. Deshalb beginne ich mit Josef Manola in Madrid. Gibt es denn eigentlich eine Erklärung dafür, dass die Zahlen wieder so hinaufgehen? Hat man aus dem Drama im Frühling nichts gelernt?
Schaut man sich die Zahlen an, dann sieht es tatsächlich so aus, als hätte man aus dem Frühlingsdrama nichts gelernt. Ich nenne nur eine einzige Zahl, die sehr bezeichnend ist, nämlich die letzte Zahl an Toten pro Tag, Covid-19-Patienten, 239 waren das. Also eine sehr hohe Zahl. Am Höhepunkt der Pandemie im März waren das 950. Aber dass inzwischen die Zahl wieder so hoch gestiegen ist, ist natürlich schockierend und für die Behörden ein Alarmsignal. Gründe. Erstens einmal gab es keine politische Einheit zwischen Opposition und Regierung bei den Maßnahmen. Da gab es immer wieder Geplänkel und man versuchte, politisches Kleingeld aus den Opferzahlen zu schlagen. Zweitens, die doch entspannende Lage während des Sommers wurde schon falsch gedeutet als ein Abschwung der Pandemie. Man hat sich an die Wirtschaft gewandt. Der Tourismus hat von der Regierung eine Lockerung gefordert. Man folgte dieser Aufforderung und dann kam es wieder zum neuen Anstieg an Infektionen. Und drittens, bei den Spitälern wurde kaum aufgerüstet. Bei den Ärzten gibt es keine Aufstockung des Personals. Ärztinnen und Pfleger sind noch immer am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. In einigen Spitälern ist man schon wieder dort, wo man im März, April war. Sophie Ruppertz in London, Großbritannien hatte im Frühling mit Abstand die meisten Toten, noch mehr als Spanien. Aber momentan sind die Zahlen in Großbritannien gar nicht so schlecht, jedenfalls deutlich besser als in Österreich. Warum wirkt die britische Regierung trotzdem so nervös? Im Vergleich zu anderen Ländern ist hier im Frühjahr der Lockdown ja sehr spät eingetreten. Auch während man in Österreich schon brav zu Hause geblieben ist, ist man hier noch ins Fitnessstudio und gemütlich ins Pub gegangen. Auch dann wurden mehr Empfehlungen, very British, und keine Restriktionen auferlegt. Die Menschen waren dann verwirrt und haben sich eigentlich nicht wirklich an Maßnahmen gehalten. Warum ist die Regierung nervös? Boris Johnson wird seit Monaten für sein Corona-Krisenmanagement kritisiert, auch wegen seiner vielen Kehrtwenden. Zuletzt erst hat er gemeint, gedroht, bitte gehen Sie wieder zurück in die Büros. Die City of London ist total ausgestorben, obwohl die Zahlen schon eher schlecht waren. Jetzt muss er leider wieder sagen, bitte bleiben Sie im Homeoffice. Mittlerweile gibt es ja in Großbritannien schon massive Spekulationen über einen zweiten Lockdown, angeblich im Oktober während der Herbstferien, offenbar um massenhaft die Urlaubsreisen zu vermeiden. Aber der kommt jetzt scheinbar doch nicht, oder doch? Genau, also eher nicht. Boris Johnson hat heute in einer TV-Ansprache eher milde Maßnahmen wieder verkündet und das, obwohl gestern seine Gesundheitsberater gewarnt haben, dass wenn jetzt nichts wirklich Starkes passiert, bis Mitte Oktober 50.000 Neuinfektionen pro Tag gezählt werden könnten. Er will jetzt erstmals die Pubs und die Restaurants schließen, wie wir im Beitrag gehört haben, und will härtere Geldstrafen einführen. Wahrscheinlich auch, weil sich die Menschen bisher wenig an die Richtlinien gehalten haben. Er meint, auch Polizei und Militär sollen in Zukunft hier auf der Straße aushelfen, dass das besser umgesetzt wird. Von der Polizei kommt schon Kritik, die meint, wir haben weder Personal noch Geld, um das umzusetzen. Die Leitung nach Praxis Ernst Gellix ist uns in der Zwischenzeit zusammengebrochen. Wir hoffen, dass wir sie noch kriegen. Deswegen aber vorerst noch mal zurück zu Josef Manola. In Madrid wurden ja bereits einige Stadtviertel abgeriegelt. Wir haben gestern ausführlicher darüber berichtet. Innerhalb dieser Bezirke gelten keine Ausgangssperren. Man darf nur kaum hinaus, außer mit bestimmten Gründen. Ist ein echter zweiter Lockdown in Spanien denkbar? Ja, ich habe vorher von den politischen Zwist um die Lockdown- und Covid-19-Maßnahmen gesprochen, wo sich Regierung und Opposition vorwerfen, zu viel getan zu haben, zu wenig getan zu haben, zu spät reagiert zu haben. Im Fall von Madrid ist jetzt der Fall komplett umgekehrt. Also hier ist jetzt die konservative Stadtregierung verantwortlich und die Regierung, der sozialistische Ministerpräsident, zeigte sich gestern großzügig und hat Hilfe und Kooperation angeboten. In Madrid weiß man nicht genau, was man tun soll. Dieser Lockdown-Light, wie es manche nennen, hat nicht sehr viel gebracht. Man bedenke, jeder, der einen Arbeitsplatz hat und eine Bescheinigung vom Arbeitgeber, kann also seinen abgeriegelten Bezirk verlassen, kann in den Nachbarbezirk fahren und möglicherweise Ansteckungen hinüber mitnehmen oder wieder zurück nach Hause mitnehmen. Also diese Maßnahme versteht niemand. Man ist sich politisch einig, Opposition und Regierung, dass man sich einen zweiten Lockdown in der Form, wie er ab März stattfindet,
stattgefunden hat, nicht leisten kann. Finanziell wäre das wahrscheinlich der Beginn des Zusammenbruchs dieses Landes. Ich nenne dazu auch nur eine Zahl. Die großzügige Hilfe der EU beläuft sich auf 140 Milliarden Euro. Man hat errechnet, dass alleine die finanziellen Maßnahmen für die Kurzarbeit, also Leute, die jetzt zu Hause sitzen und darauf warten, dass die Firma wieder öffnen, bereits 20 Milliarden verschlungen haben und wahrscheinlich bis zum Ende dieses Sparprogramms 30 Milliarden verschlingen wird. Man sieht, da geht sich kaum etwas aus finanziell, um nochmals das Land in einen Lockdown zu schicken. Mittlerweile steht die Leitung nach Prag auch wieder Ernst Gelex. Tschechien hat im Frühling als einer der Musterschüler in Europa gegolten. Jetzt gibt es nur noch in Spanien aktuell mehr Neuinfektionen. Was ist denn da passiert? Ja, das ist rasch erklärt. Die tschechische Regierung hat einfach viel zu früh die Maßnahmen heruntergefahren, teilweise sogar überhaupt gestoppt, nämlich schon Mitte Juni, also vor Beginn der Sommersaison, und viel zu spät die Maßnahmen wieder verschärft, nämlich erst vergangenen Freitag, als schon lange klar war, dass die Fallzahlen massiv steigen. Wir haben hier in Tschechien zwischen 2.000 und 3.000 Neuinfektionen pro Tag und die Rate ist knapp 200 Infektionen auf 100.000 Einwohnern. Wir haben vorher gehört, in Österreich etwa die Hälfte. Also man hat da viel zu spät reagiert und man hat generell auch das Gefühl, dass die Tschechen es nicht wirklich so ernst nehmen. Es herrscht so ein bisschen die Stimmung in dem Land. Infektionen können passieren, ja, aber nicht mehr. Aber wie will man denn die Situation jetzt wieder in den Griff bekommen? Nur der Wechsel des Gesundheitsministers wird es wohl nicht tun. Der wird es nicht tun, er ist so eine Art politisches Bauernopfer. Er hätte ja eigentlich viel früher schärfere Maßnahmen verhängen wollen. Da hat ihn der Premierminister zurückgepfiffen, weil in 14 Tagen Regional- und Senatswahlen sind. Also er ist ein politisches Bauernopfer. Ich habe das Gefühl, dass die Regierung nicht wirklich weiß, was sie jetzt tun soll. Es ist ein bisschen, herrscht so Ratlosigkeit. Man diskutiert verschärfte Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Sperrstunde um 22 Uhr für alle Lokale, eine Maskenpflicht in den Schulen, auch während des Unterrichts, Online-Unterricht an allen Universitäten. Eines will man verhindern, einen Lockdown wie im Frühjahr. Man will die Grenzen offen halten. Tausende Tschechen arbeiten in Bayern, in Sachsen, auch in Österreich. Eine Grenzschließung wäre wirtschaftlich eine Katastrophe für das Land und das will man verhindern. Ernst Gelex, vielen Dank für diese Analyse live aus Prag. Sophie Ruppitz in London und Josef Manola in Madrid. Und wir wechseln das Thema. Osteuropa war für österreichische Banken viele Jahre lang eine regelrechte Goldgrube. Vor allem Raiffeisen hat im Osten sehr viel Geld verdient und dabei offensichtlich auch Kunden akzeptiert, die nicht immer nur legal zu Reichtum gekommen sind. Auch das zeigen die sogenannten FinCEN-Files, die in Österreich der ORF und das Profil aufgearbeitet haben. Konkret geht es um eine ukrainische Hackertruppe und Finanzhändler, die rund 100 Millionen Dollar mit illegalen Börsengeschäften erbeutet haben. Und Teile davon dürften auch auf Raiffeisenkonten gelandet sein, wie Peter Babutzki berichtet. Manchmal reicht ein achtloser Klick schon aus. Ein falscher Link wird von einem Mitarbeiter angeklickt und Hacker bekommen plötzlich Zugang zu Daten, mit denen man auf illegale Weise viel Geld verdienen kann. Richtig viel Geld. Genau das ist zwischen 2010 und 2015 bei drei amerikanischen Wirtschaftsnachrichtenseiten passiert. Über diese Seiten veröffentlichen Unternehmen ihre Presseaussendungen. Mehreren ukrainischen Hackern ist es gelungen, in diese Systeme einzudringen, um daraus dann Profit zu schlagen. Und so hat es funktioniert. Die Hacker verschaffen sich Zugang in das Wirtschaftsnachrichtensystem und stehlen noch unveröffentlichte Presseaussendungen. Ihre Komplizen, mehrere Finanzhändler, machen aus diesen Infos dann Geld. Ein Beispiel. Eine Pharmafirma will bekannt geben, dass sich ein neues Medikament doch nicht so gut verkauft wie erwartet. Die Finanzhändler wissen das wegen der gestohlenen Aussendungen schon vor Veröffentlichung und wetten deshalb auf einen fallenden Aktienkurs der Pharmafirma. Tatsächlich stürzt der Aktienkurs dann auch ab. Die Finanzhändler machen ordentlich Gewinn. Insgesamt sollen so rund 100 Millionen Dollar erbeutet worden sein, schätzt die amerikanische Finanzaufsicht SEC. Einer dieser Finanzhändler ist der Ukrainer Andrei S. Seine Bank, die Raiffeisenbank International.
25 Millionen Dollar soll André S. laut amerikanischen Behörden zwischen 2010 und 2015 erbeutet haben. Teile dieser Gelder dürften auch über die Raiffeisenkonten geflossen sein. Denn die Dokumente aus den FinCEN Files zeigen, dass die amerikanische Bank JP Morgan Chase zahlreiche verdächtige Geldbewegungen bei der amerikanischen Finanzbehörde gemeldet hat. Darunter auch viele Transaktionen, die über Raiffeisen gelaufen sind. Nur, was hat Raiffeisen gewusst und hat die Bank etwas getan, um André S. zu stoppen? Eher zugeknöpft antwortet eine Raiffeisen-Sprecherin schließlich auf diese Fragen. Ich ersuche um Verständnis, dass ich aufgrund des gesetzlichen Bankgeheimnisses nicht dazu berechtigt bin, Angaben zum Bestand oder Nichtbestand einer Geschäftsbeziehung oder zu einzelnen Transaktionen zu machen. Was ich aber sagen kann bzw. darf, ist, dass wir selbstverständlich alle gesetzlichen Verpflichtungen einhalten. Wir melden Verdachtsfälle und wir beenden auch Beziehungen, wenn entsprechende Verdachtsmomente bestehen. Eindeutiger ist, wie der Kriminalfall auffliegt. Die amerikanische Finanzaufsicht SEC und das FBI schaffen 2015 den Durchbruch bei ihren Ermittlungen und beenden das Treiben der ukrainischen Hacker und der Finanzhändler. Zahlreiche Verdächtige werden verhaftet, andere sind immer noch auf der Flucht. Viele Finanzhändler stimmen letztlich einem Vergleich zu, auch der Raiffeisenkunde André S. Er überweist den amerikanischen Finanzbehörden 30 Millionen Dollar. Im Gegenzug bekommt er wieder Zugang zu seinen eingefrorenen Konten. Betroffen davon war auch sein Raiffeisenkonto. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. Der für diese Woche geplante EU-Sondergipfel wird auf Anfang Oktober verschoben. Auslöser ist eine Corona-Infektion bei einem Mitarbeiter von Ratspräsident Charles Michel. Themen des Gipfels sind neben dem Erdgasstreit zwischen Griechenland und der Türkei mögliche Sanktionen gegen die Führung in Weißrussland und der Brexit-Streit mit Großbritannien. Die Arbeitslosenzahlen in Österreich bleiben hoch. Mehr als 400.000 Menschen sind derzeit ohne Job. Das sind 75.000 mehr als im Vorjahr um diese Zeit. Fast 300.000 sind in Kurzarbeit, mehr als die Hälfte davon im Gastronomie- und Tourismusbereich. Österreich ist mit seiner Klage gegen das britische Atomkraftwerk Hinkley Point gescheitert. Die Bundesregierung hatte sich beim Europäischen Gerichtshof beschwert, dass für den Bau eines Kernkraftwerks staatliche Beihilfen genehmigt werden. Der EuGH sieht darin kein Problem. Der Strafprozess gegen Ex-Deli-Chef Rudolf Haberleitner hat heute mit einem Freispruch mangels Schuldbeweises für den Angeklagten geendet. Bei der Pleite der Drogeriemarktkette Deli im Jahr 2013 hatten 3.500 Beschäftigte ihren Job verloren. Haberleitner wurde grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen vorgeworfen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Während wir in Österreich heute einen prachtvollen ersten Herbsttag erlebt haben, gehen der Weltwetterorganisation in Genf heuer schon die Namen für tropische Wirbelstürme über dem Atlantik aus. Die werden abwechselnd mit männlichen und weiblichen Vornamen von A bis W benannt. Und Wilfried vor der portugiesischen Küste ist auch schon wieder vorbei. Jetzt geht es mit den Wirbelstürmen Alpha, Beta und Gamma weiter. Bis jetzt hat das normale Alphabet erst einmal nicht gereicht, nämlich im Jahr 2005. Bei uns geht es derweil ruhiger weiter. Morgen gibt es eine Mischung aus Wolken und Sonne. Dazu kommen im Laufe des Tages über ganz Österreich verteilt ein paar Schauer oder Gewitter. Es wird warm bei 19 bis 25 Grad. Am Donnerstag ist es weitgehend trocken und mit der Sonne noch einmal warm. Am Freitag treffen Regenwolken bei uns ein und mit Nordwind beginnt es deutlich abzukühlen. Und die Temperaturen gehen am Wochenende noch weiter zurück. Es wird am Samstag und am Sonntag herbstlich kühl sein. Die kommende Woche dürfte dann wieder wärmer werden. Damit verabschieden wir uns für heute von allen, die via Dreisat dabei waren. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Und hier in ORF 2 trifft kreuz und quer jetzt drei Menschen, die ihr Leben radikal verändert haben. Phasen im Leben, wo man das Gefühl hat, einfach anzustehen, da
treffen manche Menschen dann radikale Entscheidungen. Wie es in diesen Fällen genau gelaufen ist, zeigt Ihnen die folgende Dokumentation. Und die nächsten aktuellen Nachrichten hat dann die ZIB-Nacht-Gast im Studio, ist Norbert Nowotny, Virologe der MedUni Wien. Die ZIB-Nacht beginnt um 2 Minuten vor 23 Uhr in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.